Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show. Und in dieser Show geht es um, wie ihr bereits gelesen habt, einen kleinen Test, und zwar um diese Kopfhörer hier. Das sind die Huawei Kopfhörer, die ja standardmäßig bei den etwas teureren Geräten von Huawei mitgeliefert werden. Und wie man hier sehen kann, werden sie mit einem USB-Typ-C-Anschluss mitgeliefert. Das heißt, das sind USB-Typ-C-Anschluss-Kopfhörer, die man also direkt in den USB-Typ-C-Anschluss eures Mate 30 Pro, eures P30 Pros hineinstecken könnt und dann einfach Sound genießen könnt. Kann man Sound tatsächlich damit genießen? Ja, die Frage werde ich euch gleich beantworten, indem ich da einfach mal ein bisschen das Ganze entwirre und das Ganze dann auf Soundqualität überprüfe und euch im Detail nochmal zeige, wie das Ganze denn funktioniert. Eine Sache möchte ich euch jetzt in dieser globalen Ansicht noch zeigen, wie werden die eingesetzt. Das sind also keine Kopfhörer, keine In-Ear-Kopfhörer, wie beispielsweise diese hier, die in den Gehörgang reingestopft werden und dann eventuell ein Unterdruckgefühl erzeugen, sondern das sind einfache Kopfhörer, die einfach ins Ohr reingesteckt werden und am Ohrkanal außen dran sitzen. Und die sitzen relativ gut. Durch den Kabel, der jetzt hier einen Druck nach unten erzeugt, auch hier dieses kleine Dongle zum Bedienen natürlich, wird das Ganze fest im Ohr gehalten. Das heißt, wenn ich hier mal simuliere, ich würde laufen oder sowas, oder boxen oder irgendwie sowas, es fällt nicht raus. Das ist sehr interessant. Es fühlt sich sehr, sehr leicht an, auch durch die Konstruktion, die sehr leicht ist, und das Kabel, was sehr leicht ist. Aber es ist halt nicht so, dass das Ganze einem von alleine aus den Ohren rausfallen würde. Natürlich, wenn ich mich extrem bewegen würde, auf einem Trampolin springen würde, mit Sicherheit, aber dann habe ich auch, selbst da habe ich dann Probleme mit solchen Kopfhörern. Ich werde euch jetzt das Ganze nochmal im Detail vorstellen, in der Detailkamera zeigen, wie diese Kopfhörer ganz genau aussehen. Ich kann ja hier mal kurz eine Simulation machen, hoffe, dass ihr was davon seht, und mehr dazu jetzt im Detail. So, schauen wir uns die Huawei Kopfhörer nun im Detail ein bisschen was genauer an. Hier seht ihr das Kunstwerk, das ist ein bisschen was, ja, ein Verwirrspiel. Bei kabelgebundenen Kopfhörern hat man halt immer das Problem, dass die irgendwie sich immer verdongeln. Und das ist kein Kabel, wie man es vielleicht von modernen, sehr teuren Kopfhörern kennt, die so ein bisschen dieses, verwirrende Kabeldesign benutzen, sondern das ist tatsächlich ein gummiartiges Kabel, das sehr stark, und die Kopfhörer selber sicherlich auch sehr stark, an die Apple AirPods mit Kabel erinnern. Ich kann dir ja auch mal zeigen, wenn ich es immer hier auch herhole, so sehen die Apple AirPods mit Kabel aus. Die haben dann halt hier anstatt USB-C einen Lightning-Anschluss. Insgesamt habe ich irgendwie das Gefühl, diese Apple AirPod-Kabel sind nicht so sehr, die neigen nicht so sehr, sich zu verdrehen und vertingeln, wie die hier. Dafür ist der Kabel selber, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, wenn ich hier dran gehe eventuell. Also das obere ist der Huawei-Kabel, das untere ist der Apple-Kabel. Der ist was dicker, ne? Der ist schon was dicker und damit, ja, vielleicht sogar auch ein bisschen was stabiler. So, gucken wir uns den USB-Typ-C-Anschluss genauer an. Das sieht nach einem typischen USB-Typ-C-Anschluss aus. Den kann ich also in ein jedes USB-Typ-C-fähige Smartphone reinstecken. Hier habe ich jetzt das P30 zum Beispiel. Ich kann es aber auch direkt an meinem Sony Xperia 1 reinstecken oder an meinem Huawei MatePad Pro in den USB-Typ-C-Anschluss reinstecken. Dieser USB-Typ-C-Anschluss oder der Kopfhörer benötigt aber auch etwas Power, das heißt etwas Energie. Das wird zum Beispiel beim MatePad Pro angezeigt. Ja, dieses Headset benötigt etwas Power. Falls ihr also Probleme mit den Akkulaufzeiten habt, solltet ihr einfach mal auf einen normalen Analog-Adapter wählen. Das heißt, das ist tatsächlich das, ein digitales Headset. So könnte man das auch nennen. Dieses digitale Headset verfügt über diesen USB-Typ-C-Anschluss. Die Verarbeitung, wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, das ist recht ordentlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt scharf gestellt wird, aber hier kann man sehen, das Kabel, das hat noch eine extra Verbindung, die es einem ermöglicht halt, dass das hier feste steht und nicht abreißt so leicht. Abgerundete Ecken sollen das Ganze, ja, etwas unscharf machen. Das haben sie nicht ganz hinbekommen. Hier gerade am USB-Typ-C-Anschluss, an der Kante, also so hier an der Kante,
Da ist es scharf und auf der anderen Seite ebenfalls hier an der Kante ist es sehr scharf. Das ist so ein bisschen schade, was die Verarbeitung angeht. Ansonsten recht gut verarbeitet. Der Kabel hier ist dicker und wird hin zu den Kopfhörern, wo sich das Ganze aufsplittet, dünner. Hier gibt es auch keine Halterung oder sowas, um das Ganze weiterhin zusammenlaufen zu lassen, sondern das ist tatsächlich hier schon gesplittet, etwas dünner. Am rechten, was ist das rechte überhaupt? Ich glaube, das ist das rechte, genau, am rechten Kopfhörerteil befindet sich das Bedienelement. Das sieht so aus, kommt mit drei Knöpfen daher, plus Pause und Play und Anruf annehmen in der Mitte und Minus. Also Plus und Minus, Lautstärke hoch und runter. Und ich glaube, mit einem Doppel- oder Dreifachdruck auf Android-Geräten kann man da natürlich auch sicherlich einige Sachen mitmachen. Das klappert nicht, das wackelt nicht, ist auch Plastik hier an den Kanten, Gott sei Dank, also ist abgerundet so und an den Kanten hier, Gott sei Dank, keine Gefahr, dass man das irgendwie zu scharf findet oder sowas. Das ist also nicht zu scharfkantig gemacht. Das klappert nicht, das wackelt nicht, das ist gut, hat einen guten Druckpunkt. Wenn ich draufklicke, hört man es eventuell, ich halte es mal ans Mikrofon. Na, jetzt. Also man merkt richtig, wenn man das gedrückt hat. Und das Teil hat auch ein Mikrofon hier auf der Rückseite. Da sieht man, glaube ich, das Mikrofonloch, was eben recht guten Audio produziert für so ein mitgeliefertes Headset. Jetzt schauen wir uns mal den Kopfhörer selber an. Jetzt werden einige sagen, Apple. Ja, das ist das Apple-Design vom AirPod. Man hat also hier einen etwas basslastigeren Ausgang auf der Seite hier in so einer Pillenform und dann in einer weiteren Pillenform etwas größer das, was in den Gehörgang dann hineinblastet, im Grunde genommen der Hauptlautsprecher. Auf der Rückseite gibt es für den Bass noch eine Luftschlitzöffnung und interessanterweise hier ebenfalls eine Luftschlitzöffnung. Das erinnert auch sehr stark, wir können das mal vergleichen, an die Apple AirPods. Die haben ein ähnliches Design, also hier Bass, da der Hauptlautsprecher und auf der Rückseite hier der, die Aussparung für Extra Bass. Das ist hier bei dem ein bisschen was anders, aber auch hier hat man an der Seite jetzt in dem Fall eine Aussparung, ich weiß nicht wofür. Also hat Huawei gut kopiert, könnte man sagen, aber das Design hat sich bewährt und es ist auch, wenn man es mal direkt vergleicht, ist es ein bisschen anders. Also hier sieht man doch durchaus ein etwas anderes Design. Also das hier an der Stange so und das hier hat keinen, das ist also abgerundet. Jetzt kann man sich streiten, wer hat das bessere Design. Das klappt aber gut. Das ist nicht scharfkantig hier an der oberen Seite oder sowas, sondern das ist alles schön abgerundet. Auch hier an der Seite, das kann lange halten. Habe ich also, sehe ich keine großartigen Probleme, was die Haltbarkeit angeht und ich habe das jetzt auch schon länger, weil es beim P30 mit dabei war. Ja, was kann man zu diesem Headset sagen, was die Tonqualität angeht? Bass habe ich ja ein bisschen angesprochen. Naja, so richtig viel Bass bietet das leider nicht. Also im Vergleich zum Beispiel zu den Huawei FreeBuds, die ich jetzt hier drin habe, die ein OpenFit-Design auch haben, also etwas, was man nicht in den Ohrkanal reinsteckt, sieht es so aus, dass die hier etwas schwächer sind im Bass, aber dafür wunderbar für Podcast hören oder für ein YouTube-Video anschauen, durchaus ausreichend sind. Gerade wenn man in der U-Bahn sitzt oder in der Bahn, im Bus oder sowas mal von A nach B länger fährt und einen Podcast hören möchte und trotzdem den Schaffner noch hören möchte, der nach einem Ticket fragt, ist das sicherlich ein gutes Design. Auch wenn man durch die Stadt läuft und man möchte den Verkehr weiterhin hören im Hintergrund, dann ist das ein gutes Design. Für die Leute, die komplett abgeschirmt sein möchten, ist das natürlich nichts. Sollte man aber in der Stadt eventuell dann, wenn man rumläuft, auch nicht wirklich machen. Ansonsten ja, kann es zu Unfällen kommen. Ihr solltet euch also nicht allzu sehr auf eure Augen nur verlassen, sondern auch auf euer Gehör. Deshalb macht solche OpenFit-Kopfhörer immer noch sehr, sehr viel Sinn. Die Soundqualität geht in Ordnung, ist aber, wie gesagt, nicht besser oder nicht so gut wie die der FreeBuds 3. Was kann man noch zu der ganzen Geschichte sagen? Die Geräte werden nicht nur an USB-Typ-C fähigen Smartphones erkannt, sondern ich kann das hier zum Beispiel auch in meinen USB-Typ-C-Anschluss meines Laptops hineinstecken und dann werden sie auch erkannt und dann kann ich die ebenfalls benutzen als Kopfhörer in meinem Laptop. Und in anderen Geräten geht das sicherlich auch, die einen USB-Typ-C-Anschluss haben und das unterstützen.
Des Weiteren ist das Mikrofon ordentlich, obwohl es keine Geräuschunterdrückung hat. Dies ist ein kleiner Test, den ich jetzt aufnehme mit dem USB-C-Headset an meinem PC angeschlossen. Es wird als eigenständige Soundkarte erkannt und wie man sehen kann, sind die Peak-Level relativ gering. Das heißt, ich muss es in der Post-Production einige Male etwas hochdrehen, damit man mich einigermaßen verstehen kann. Ich vermute sehr stark, dass entweder hier in diesem Dongle die Software für Geräuschunterdrückung drin steckt. Also hier steckt natürlich ein bisschen was an Technik noch drin. Das ist nicht nur ein ganz normaler AD-Wandler, wie das hier zum Beispiel wäre. Ein USB-Typ-C-Anschluss, den Sony mitliefert, der einfach nur blöd auf analog umwandelt und nichts anderes macht. Sondern hier steckt noch ein bisschen was mehr an Technik drin, weil das Gerät auch mit Firmware bespielt werden kann. Und als ich das zum Beispiel in mein P30 reingesteckt habe, gab es einen Hinweis dafür, dass es ein Firmware-Update gibt für diese Kopfhörer und dann konnte ich das einspielen. Deshalb vermute ich sehr stark, dass die Rauschunterdrückung zum Beispiel und ein paar andere Parameter auch hier noch eingestellt werden und feingetuned werden können. Leider bietet Huawei keine eigenständige App für ein Feintuning an, wie beispielsweise ein Equalizer, der auch gespeichert werden könnte für die Kopfhörer permanent. Das würde ich mir noch wünschen. Also wenn Huawei sowas machen möchte, wäre das eine tolle Sache. Aber man muss sich das Ganze vorstellen, das Ganze wird mitgeliefert als Headset in einem Smartphone. Da kann man nicht großartig viel erwarten. Klar, Samsung macht bessere AKG-tuned Kopfhörer, die auch in ihr sind, die noch bessere Leistung bieten. Aber das hier ist schon gar nicht mal so schlecht, würde ich mal behaupten. Ja, das war so auch mein Fazit zu diesen Kopfhörern. Falls ihr damit Erfahrungen gemacht habt, gute oder schlechte, falls ihr eine Version habt, die ähnlich aussieht, aber nicht mit USB-Typ-C daherkommt, sondern mit einer normalen Klinke, würde mich mal eure Erfahrung auch sehr, sehr stark interessieren. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, was den Bass angeht? Und wie oder was könnt ihr als Alternativen vielleicht empfehlen, die auch USB-Typ-C haben als Anschluss? Oder auch ebenfalls OpenFit-Design als Anschluss haben. Kann jetzt Bluetooth sein, kann jetzt aber auch kabelgebunden sein. Alles im Kommentarbereich hinterlassen, ein Like geben und subscriben. Das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.